Herzlich willkommen zurück in der finalen Stunde der Xenonauts. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 72 und wahrscheinlich auch die letzte Folge dieses Xenonaut Let's Plays. Der Prätor war hier, jetzt ist er überall. Dank der Raketenwerfer-Lady Colonel Sarah Davis. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war die letzte Rakete und sie hat getroffen. Ja, jetzt, wo übrig bleibt, sind ein paar Reaper, die mir gerade im Nacken sitzen. Und... genau, du bist platt. Dann gehst du mal schön in... oh, Vorsicht! Oh, Vorsicht! Das war uncool. Beweg dich doch mal dahin. Nee, geht noch nicht. Gut. Geht immer noch nicht. Geht. Sehr schön. Ein Schuss, ein Treffer. Die Xenonauts. Ja. Ich glaube, sie werden diesen Ansturm an blutrünstigen Horden da unten nicht überleben. Allerdings werde ich bis zum letzten Mann kämpfen. Naja, nicht ich, sondern eher die Jungs und Mädels hier. Okay. Ah, das wird wohl nix. Dann nach da ausrichten. Corporal Frank Meyer. Rauch rein. Okay. Weiter mit euch, du kannst eh nicht feuern. Richte dich mal nach hinten aus. Jordan White ebenso nicht. Ich schätze mal, es gibt keine Psion mehr. Und ich weiß auch, dass ich diese Aussage nicht bereuen werde, denn es gibt wahrscheinlich wirklich keinen Psion mehr hier auf der Karte. Okay, der Schild hat's geabsorbiert. Und... oh, da kommen sie. Da kommen sie. Da kommt sie. Suppressed. Verdammt. Dem Rauch sei Dank und natürlich den Schilden. Die Xenonauts sind dran. Da kommt gleich eine ganze Menge Mist aus dieser Ecke. Vielleicht kann ich sie ja noch um einige Sekunden verzögern. Sieht nicht so aus. Nein. Weg mit dir. Ja. Das ist nutzlos. Nimm lieber das. Und das in die andere Hand. Okay. Wirf da hin. Fire in the hole. Okay, du würdest damit wahrscheinlich deine eigenen Leute suppressen. Das möchte ich nicht. Rennt einfach gegen sie an. Was anderes gibt es jetzt hier nicht. Da thronte der Prätor. Sehr schön. Exzellent. Kannst dich dazu gesellen. Genau. Eure Sternstunde. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und jetzt... tja. Ich fürchte, die Nachhut ist bald nicht mehr existent.
Können die durchs Feuer gehen? Ich hoffe nicht. Brandgranaten raus. Jede Menge Brandgranaten und zurückziehen. Einen Reaktor habe ich in die Luft gejagt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß echt nicht, ob das reicht. Okay. Nein. Verdammt. Frank Meier. Sie können durchs Feuer gehen, aber es hat wenigstens ein paar erwischt. Tja, Forbes Howard, mach mir die Tür auf. Alle rein da. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber man wird es ja gleich sehen. Ich fürchte nicht. Ich habe die Befürchtung, dass es dafür zu spät ist, da man, glaube ich, beide Reaktoren in die Luft jagen muss, um die Rettungskapsel zu aktivieren. Ah, lass ihn, er ist tot, verdammt. Da ist nichts mehr zu retten. Oh ja, das sind noch ganz viele, die durchs Feuer laufen. So, jetzt die Stunde der Wahrheit. Was passiert, wenn ich abort mission? Outside the dropship and will be lost if the mission is aborted. Nein. Die kämpfen bis zum letzten. Alles klar. Aufstellung. Colonel Sarah Davis. Ja, warum nicht? Dahinter. Und dahin. Nachladen. Alles klar. Lass sie kommen. Ein Zombie. Das war mal Frank Meier. Ja, erlösen wir ihn davon. Na, halt, Block 100%. Okay. Ah, die Tür, genau. Dann heißt es, ja, ich will es auch nicht weiter herauszögern, Abort Mission. Alle tot. Aber ihr Opfer wird nie in Vergessenheit geraten. Alien Invasion defeated. 14.301 Zivilisten hat der Krieg gefordert, 21 Soldaten. Und die restlichen davon, die auf der Dreadnought kämpften, werden immer in Erinnerung behalten werden. Brave sacrifices of the Xenonauts will not be forgotten. Oh ja. Oh ja. Und wer hat den entscheidenden Schuss ausgeführt mit der letzten Rakete? Die Raketenwerfer-Lady. Wer sonst? Ich wusste doch. Explosive Antworten sind die besten Antworten. Sehr, sehr schön. Ja, Konfetti-Regen für alle. Und dann würde ich sagen, ein Glas hochprozentiges auf die Gefallenen. So. Ja. Epilog, the radar screens are silent. Das kann ich jetzt jeder natürlich durchlesen. Der Krieg ist endlich vorbei. Mhm. Tja, aber ist es vorbei? Wer weiß.
Wer weiß, was wohl was mit den Xenonauts und vor allen Dingen der ganzen Technologie noch passiert. Enjoy evening. Okay. Tja, und damit verabschiede ich mich aus diesem Let's Play von Xenonauts. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir. Auch wenn manchmal meine Entscheidungen im Feld etwas fragwürdiger Natur waren, aber dennoch, die Xenonauts haben gewonnen. Naja, dann verabschiede ich mich. Ich bin der Eizmeister und vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann im Kommandobunker wieder. Vielleicht sogar in Xenonauts 2. Wer weiß. Macht's gut und bis dann.